Hallo, wir sind's wieder. Wir sind jetzt wieder in unserem LKW und wir werden 7 Tage lang hier schrauben, bis wir ihn dann mit nach Hause nehmen können. Und das erwartet euch in diesem Video. Wir sind Yvonne und Nicolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Ich sitze gerade in der Heckgarage in unserem LKW und ich baue jetzt gerade diese Wand hier ab. Dahinter sitzt die Heizung und die Wasseranlage. Und das Ziel ist jetzt ein bisschen die Heizung, also die Pumpe von der Heizung und die Pumpe vom Wasser so ein bisschen besser zu dämmen. Zusätzlich bauen wir noch die Wasserfilter ein. Die müssen wir jetzt an eine Stelle bauen, dass wir die Wasserfilter auch häufig wechseln können. Das muss halt schon gut zugänglich sein. Also ich will nicht jedes Mal die Platte hier abschrauben, um dann den Wasserfilter wechseln zu müssen. Dann müssen wir uns überlegen, dass wir irgendwie eine Schleife bauen mit Kupferleitung, wo wir dann den Wasserfilter dazwischen bauen. Also wir haben Folgendes vor. Das Volker hat sich ausgedacht, wir nehmen dieses Flexrohr. Das bringen wir einmal hier sozusagen auf die Pumpe. Dass die Pumpe nur an diesem Ende von dem Schlauch sitzt und der Schlauch selber wird dann nochmal gegen das Brett gekontert. So, und dann hoffen wir, dass das so ein bisschen die Schwingung aufnimmt. Das wird dann halt auch so ein bisschen platt gedrückt. So. Und dann ja, sollte das eigentlich die Schwingung von der Pumpe aufnehmen. Das ist jetzt unser Wasserfilter, den wir gleich einbauen werden. Und ja, hier kommt jeweils entweder der Carbonfilter rein oder der Keramikfilter. Hier haben wir jetzt noch zwei Ventile angeschlossen, sodass wir dann die Filter auch austauschen können. Oh, Mann, du. Das ist der Stutzen zum Befüllen vom Wasser. Den müssen wir umlegen. Damit du nachher für deine Stauboxen den Platz hast, wo die jetzt angebaut sind, saß der Wasseranschluss zum Befüllen. Den bauen wir jetzt um, löten ihn auseinander und bauen ihn hier weiter rüber. Läuft alles. Komm gut voran. Da ist noch ein Riss.
Jo, muss ich nochmal ran. Das ist jetzt, was sich hinter der Holzplatte befindet. Wir haben jetzt hier auf der Seite die Heizung und auf der Seite alles, was mit dem Frischwasser zu tun hat. Hier sieht man halt, das ist eine Webasto-Standheizung mit 5,2 kW. Entsprechend den Behälter für Vor- und Rücklauf, also so ein kleiner Speicher für Warmwasser. Rechts daneben sieht man einen Plattenwärmetauscher, mit dem letztendlich dann das Wasser heiß gemacht wird. Und das sorgt dafür, dass wir dann einerseits Heizungswasser haben, heißes, aber auch Heißwasser für Frischwasser. Auf der linken Seite sehen wir hier dann einmal die Wasserpumpe für Frischwasser, die sich dann das Wasser hier aus dem Wassertank holt und dann über die andere Leitung dem Leitungssystem für Frischwasser zuführt. Das hier ist dann der Druckausgleichsbehälter für das Frischwassersystem. Ja, das, was man hier noch sieht, das ist so der Luftansaugtrakt für die Standheizung. Also wir holen uns die Frischluft aus dem Kofferraum hier, damit die Heizung keinen Staub zusätzlich von außen mit ansaugt. Und das hier ist ein mehr oder weniger staubfreier Raum. Genau, und dann haben wir noch hier die Außendusche. Die ist auch an dem Frischwasser angeschlossen. Wir haben hier einmal die Warmwasserleitung und hier die Kaltwasserleitung. Ja, und das ist eine ganz normale Duscharmatur, mit der wir dann hier drüber ganz einfach duschen können. Ja, das sind jetzt hier 600 Watt. Und die ersetzen wir jetzt dann durch vier Paneele mit insgesamt 1340 Watt. Und das, was ich jetzt tun muss, ist die Platten irgendwie hier abflexen. Das Problem ist aber, dass wir hier mit der Flex der Seite in der Mitte nicht rankommen. Solarplatten sind da. Ja, die werden wir dann erstmal auspacken. Den zweiten Tag hier in der Nähe von Husum und ich bin erledigt. Wir beide sind erledigt. Ja, die letzte Nacht war nicht sonderlich erholsam. Wir mussten erstmal nachts irgendwie das Bett reparieren, weil es so unendlich gequietscht hat. Dazu muss man sagen, wir haben uns für die Zeit, die wir zum LKW sind, eine Ferienwohnung gemietet. Ja, sollte natürlich auch ein bisschen günstiger sein. Das ist jetzt so 40 Euro die Nacht. Ja, wir haben jetzt keine hohen Ansprüche und haben jetzt nichts Hohes erwartet, aber wenigstens vernünftig schlafen sollte man können. Ne? So. Dafür ist aber sonst eigentlich die Ferienwohnung ganz nett hier. Ist sehr schön. Ja. Mhm. Naja. Aber wir haben es ja jetzt auch hingekriegt. Bett funktioniert. Ja. Heute Nacht werden wir tief und fest schlafen. Bin ich von überzeugt. Auf jeden Fall. Ja, das Wassersystem, das ist jetzt heute Nacht befüllt, steht unter Druck. Das Ganze wurde ja gelötet, ist jetzt gerade so unter Test, ob es dicht ist und ja, morgen werden wir es dann weitersehen. Und dann wollen wir uns noch an unsere Heizung morgen machen. Die ist nämlich momentan auch noch sehr laut und da wollen wir uns auch eine Lösung überlegen, dass die vielleicht ein bisschen leiser ist. Ja, irgendwas Kreatives denken wir uns da auch aus. Genau. Genau. Ja, was liegt noch vor uns in den nächsten Tagen? Morgen werden wir es wohl nicht schaffen, aber... irgendwie muss dann ja auch noch der Laderegler für Solar angeschlossen werden. Dann haben wir noch einen Wechselrichter, einen neuen, der getauscht wird gegen den alten. Weil der neue ist halt ein reiner Sinus und der alte ist halt ein modifizierter Sinus. Ja, und dann
sind da hier und da noch kleine Arbeiten. Wir werden sehen. Wir haben jetzt nächsten Morgen und das hat alles dicht gehalten. Von daher alles gut gelaufen. Ja, ich bohre jetzt hier 40 Löcher. Das sind unsere Profile, wo wir die Solarplatten befestigen werden, dann oben auf dem Dach. Und die wurden zuvor zurechtgeschnitten. Das hier sind Löcher für die Durchlüftung, dass der eben halt so ein bisschen Wind durchziehen kann. Die Standheizung hat Volker gerade rausgefummelt. War ein gutes Stück Arbeit wohl. Also zumindest habe ich ihn fluchen hören. ja, da saß sie drin. Ja, und jetzt geht es halt darum, wie wir die irgendwie schwingungsreduzierend einbauen können. Jo, gucken wir mal. Die Standheizung haben wir wieder eingebaut. Und ja, was ist jetzt eigentlich das Besondere an dem Umbau? Wir haben die jetzt auf Gummifüße gestellt. Das Brett ist direkt jetzt an der Wand befestigt und zwischen Brett und der Heizung ist jetzt so eine Gummilagerung. Das Besondere daran ist, dass da keine Schraube komplett durchgeht, sondern dass dann eben entsprechend von hinten und von vorne jeweils eine Schraube in die Gummilagerung reingeht, sodass das weiterhin schwingen kann. Des Weiteren haben wir dann die Dieselpumpe, die Heizung mit Kraftstoff versorgt, haben wir gleichzeitig nochmal gedämmt mit Schaumstoff, eingewickelt im Endeffekt. Das ist so ein, ja, für Rohre letztendlich, so eine Dämmung. Das nimmt dann das Klack-Klack-Geräusch, was diese Pumpe macht. Das ist so, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei der Vibasto so ist oder ob das halt auch bei anderen so ist, aber bei der Vibasto ist halt immer so ein Klickgeräusch zu hören und das wird halt dadurch sehr stark reduziert. Machen. Aufsprühen, dann zieht er den Kohlenstoff raus. Das ist das, was dann so schwarz wird. So, hier sieht man das da unten schon raustropfen. Das ist das Loch, was halt auch schon angefangen hat zu rosten. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das mal ein Loch ist, was da rein sollte oder ob das sich einfach da durchgerostet hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt so ein Loch ist, wo halt das Regenwasser eigentlich normalerweise ablaufen soll. Ja, und jetzt muss ich noch sehen, dass das hier runterläuft und dann irgendwann hier unten ankommt und auch da rausläuft, damit hier schön alles unten umgewandelt wird an den Kanten. Jetzt machen wir uns an die Elektrik. Wir haben hier einmal den Inverter von 24 auf 12 Volt, den Sicherungskasten, dann das Ladegerät, also Landstromladegerät, also 220 auf 24 Volt. Da unten befindet sich dann der Ausschalter, damit komplett alles stromlos geschaltet wird. Da sind die Batterien, das sind jetzt derzeit 4x250 Amperestunden AGM. Einmal parallel und dann in Reihe, um dann auf die 24 Volt zu kommen.
Also insgesamt 500 Amperestunden auf 24 Volt. Dann hier den Inverter auf 220 Volt. Der ist kein reiner Sinus, sondern ein modifizierter Sinus. Den ersetzen wir durch einen reinen Sinus. Allerdings statt der 5000 Watt werden wir dann 3000 Watt noch haben. Das wird für uns ausreichen. Und da oben haben wir dann das Relais, das zwischen der Starterbatterie und den Aufbaubatterien sitzt. Hier bauen wir noch eine Platte, also eine Holzplatte dagegen. Die wird sozusagen einmal fixiert und dann geklebt. Wir wollen hier sozusagen weitestgehend die Geräte, die wir jetzt ersetzen, Elektrogeräte, dann hier ranbauen. Und das ist dann einmal der neue Inverter, der hier auch rankommt. Der ist ein bisschen höher und es ist halt eine andere Hebelwirkung, die er hat. Und um dann sicher zu gehen, dass der da nicht aus dieser Zentrifugalplatte wieder rausreißt, weil das ist eigentlich ja nur Blech und dann ist da Schaumstoff drin. Das hält halt nicht so gut. Kleben wir jetzt eine Holzplatte drüber, dass wir da die Geräte dann dran befestigen können. So, das ist unser neuer Wechselrichter. Bedienteil oder was? Genau. Das Bedienteil, mit dem man dann den Ein- und Ausschalten kann. Hier hat er auch Ein- und Ausschalter, da kommt Strom raus. Und hier bin ich mir gerade nicht sicher. Genau, Strom kommt raus und hier kann man auch Landstrom anschließen. Wir schließen jetzt einmal an, um zu gucken, ob er funktioniert, bevor wir ihn einbauen. So, jetzt haben wir den großen Moment. Ist alles erstmal provisorisch verkabelt. Moment, als einziger Verbraucher ist der Kühlschrank jetzt dran. Und dann werde ich dann gleich nochmal die Herdplatte dazu schalten. Schalten wir mal an. Okay, klar, jetzt ist noch nichts dran, weil der Stecker ist noch nicht drin. Und jetzt schließe ich mal das 220 Volt Netz an. Also Lüfter läuft nicht. Heißt, das juckt ihn gar nicht. Ja. Würde sagen, läuft erstmal. Gut. So, ich habe jetzt hier auch nochmal das Control Panel angeschlossen. Damit kann ich halt den Wechselrichter von drin aus an- und ausschalten. Also ich muss nicht jedes Mal hier hinten rein, weil so ein Wechselrichter, der verbraucht ja nur, dass er an ist, auch schon ein bisschen Strom. Und das kann man ja vermeiden. Ne? So, jetzt schalte ich ihn mal an. Das ist im Prinzip dasselbe. Hier zeigt er jetzt den Ladestand der Batterien, sind halt voll. Rechts zeigt er eigentlich an, dann wie stark er belastet ist. So. Sauber ist natürlich jetzt gerade nicht, aber darauf kommt es jetzt gerade nicht an. Ne? So, dann starten wir mal das Ganze. Ich mache mal die Platten an und nimm mal die untere und stell mal auf höchste Stufe. Man hört auch schon den Wechselrichter. Lüfter laufen. Ja. Also jetzt bei 66%. So, das lief ja schon mal ganz gut. Ist natürlich toll, dass es jetzt irgendwie ohne Topf da drauf steht. Ich mache jetzt nochmal die andere Platte dazu. Die regel ich jetzt mal ein bisschen runter. Gut, jetzt kommt die andere. Die habe ich auf 9 gestellt, die hintere. Jetzt mache ich noch den äußeren Ring an. Und schalte jetzt die untere noch dazu. Kühlschrank läuft auch. Gehen wir mal runter. Okay. Jetzt aber 80. Ja. Und hier sieht man dann gleichzeitig den Ladezustand der Batterien. Ist eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Schönes Teil. So, ich hatte ja, glaube ich, schon erzählt, wenn nicht, wiederhole ich das nochmal. Wir tauschen ja den Wechselrichter hier, weil der andere, das ist halt ein modifizierter Sinus. Das ist nicht so eine schöne
ja, analoge Sinuswelle, die dir als Wechselstrom liefert, sondern eher, sagen wir mal, so viereckig. Ja? Also nicht ganz so, also es sind schon Abstufungen drin, aber es ist halt eben nicht analog, sondern eher so digital, kann man sich das vorstellen. Und das ist halt für Geräte wie Kochplatten, Kühlschrank ist das kein Problem. Aber sobald man dann irgendwie andere Geräte mit einem eigenen Ladegerät anschließt, die halt irgendwie so eine Elektronik halt drin haben für das Laden, also Akkuladegeräte zum Beispiel, für Laptops, manchmal auch Handyladegeräte, kommt drauf an, die können das nicht so gut ab. Wir hätten jetzt natürlich auch einfach einen kleineren Wechselrichter noch dazu kaufen können zu den großen. Da haben wir uns aber gesagt, nee, wir wollen halt nur einen dann jetzt hier drin haben, der dann alles abdeckt, was wir so brauchen. Und wenn wir dann doch über Strom kochen, dann packt er das. Das haben wir gerade getestet. Und dann vielleicht nochmal einen Föhn. Und ja, das Laden eben halt der Laptops. Was haben wir hier noch gemacht für eine Kabellage? Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Der hat hier vorne jeweils zwei Kontakte, wo man die Kabel befestigen kann. Der Hersteller sieht vor, dass man halt entsprechend zwei Kabel zu den Batterien führt. Muss man ja nicht. Man kann auch einfach eine Schleife legen, so wie hier. Das ist dasselbe. Die macht man halt dann noch ein bisschen kleiner. Oder, ja, weiß ich nicht. Oder lässt sie einfach so. Wir wollen ja auch nicht in Schönheit sterben, ne? Es wird langsam. Ich glaube, so schön war das Fahrerhaus noch nie. Na, muss halt erst eine Frau kommen. Zapfen. Guten Morgen. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen diese Nacht. Bis jetzt die vierte Nacht, fünfte Nacht. Irgendwie kriege ich die Tage mittlerweile durcheinander. Ich glaube, ich war noch nie so lange in einer Werkstatt. Ich denke, wir kommen ganz gut voran. Aber irgendwie dauert alles dann doch länger, als man so denkt. Denn gestern wollten wir eigentlich die Solarplatten schon drauf haben. Und ja, dann sind da noch irgendwie Stellen oben auf dem Dach, die müssen noch ausgebessert werden. Dann muss der Lack irgendwie noch trocknen. Das ist halt so der Kleinkram, der aufhält irgendwie. Dann muss hier noch ein Loch gebohrt werden. Dann habe ich für den Wechselrichter ja das Kontrollpanel angebracht. Da muss dann irgendwie ein Loch eingesägt werden, um das Loch reinzusägen. Muss aber irgendwie erstmal der 12-Volt-Wandler abgebaut werden und leicht versetzt werden, damit ich dann das Loch sägen kann. Da mussten ein paar Leitungen umgelegt werden. Und so wird dann halt eigentlich aus einer kleineren Sache immer irgendwie dann doch was Größeres. Ja, man merkt langsam so, wie der LKW wird. Gestern hat Yvonne sich dann noch der Kabine angenommen vorne. Ich glaube, das wird richtig schick werden. Also wir werden da natürlich noch ein bisschen mehr dran machen, die sicherlich irgendwann auch nochmal von innen streichen und so. Da freuen wir uns auch drauf. Ich glaube, wir werden heute mal die Drohne steigen lassen. Es ist ein bisschen besseres Wetter. Die letzten Tage war hier in Nordfriesland ganz typisch Küste, Nebel, also Küstennebel.
Jo. Das waren jetzt die ersten zwei Halter. Leider habe ich beim ersten irgendwie einen Fehler gemacht. Den musste ich nochmal abnehmen. Das hat mich richtig Zeit gekostet und war eine riesen Sauerei, den Kram wieder runterzukriegen. Weil die Klebe, die wird dann ja irgendwann auch so härtet, fängt an auszuhärten. Sprich, bildet dann so eine Haut und den kannst du nur runternehmen, den Kram. Ja, na gut, aber das erste steht, sieht auch gut aus. Jetzt noch drei weitere. Wir messen jetzt die Solarplatten durch, um mal zu gucken, ob die dann auch in Ordnung sind, bevor wir sie jetzt raufbauen. Ja. 40 Volt, passt. Also insgesamt werden dann wohl durch die Leitungen 80 Volt maximal fließen, weil wir zwei Platten hintereinander schalten und dann zwei Platten, also diese beiden Platten, dann mit den anderen beiden Platten parallel schalten. Also insgesamt werden wir dann wohl 80 Volt haben, die durch die Leitung gehen. Funktionieren alle richtig gut. Ja, das ist ein Victron Energy MPPT 150 mit 60 Ampere maximalen Ladestrom und 150 Volt. Ja. Das ist eine MC4-Ausführung, das heißt, er hat hier die Anschlüsse für Solar und da sind die Anschlüsse für die Batterie. Das Schöne an dem Gerät ist, dass man per Bluetooth jederzeit sehen kann, wie viel Ladestrom gerade ist und wie gut, also wie der Ladestand, Zustand der Batterien ist. Und das Ganze halt über eine Handy-App, die man dann per Bluetooth mit dem hier verbinden kann. Ich montiere jetzt den Solarladeregler direkt hier an die Holzwand, die wir zuvor hier eingeklebt haben. Da der Regler selber keine aktive Kühlung hat, sondern halt selbst eigentlich ja nur Kühlrippen hat, der kann schon mal ein bisschen heißer werden. Und da haben wir uns gedacht, dass wir einfach Distanzstücke zwischen die Wand und den Regler bringen, dadurch, dass halt dann insgesamt noch ein bisschen mehr Unterlüftung ist. Weil da kommt ja doch eine ganze Menge Strom durch und der wird schon ganz schön warm werden. Das hier sind die beiden Kabel, die von den Solarplatten kommen. Ja, das sind beides 10 Quadratkabel. Insgesamt wird das, haben die eine Länge, dürften nicht mehr als 5 Meter sein. Ich hatte mir das vorher durchgerechnet, wie viel Quadrat man braucht bei einer entsprechenden Länge. Also 10 Quadrat würden bei den Platten, die wir jetzt draufschrauben, also mit der Leistung, würden für ganze 10 Meter reichen. Und mehr als 10 Meter haben wir hier nicht. Ne? Deswegen wird das reichen. Thank you.
So, ich habe gerade den Solarladeregler verbunden mit den Batterien. Das sind jetzt zwei 16 Quadratkabel, die zur Batterie hingehen. Wir haben die jetzt nicht direkt sozusagen an der Batterie angeschlossen, sondern sind zum Wechselrichter hingegangen. Und dann vom Wechselrichter geht das Ganze dann zu den Batterien. Beziehungsweise davor noch natürlich über den Totschalter der Batterie. Also da werden die Pluspole getrennt und dann geht es weiter zur Batterie. Was auch noch zu empfehlen wäre, ist, dass man die Leitungen, die zu der Batterie gehen, das sind ja dann Kabellitzen, die hier direkt reingehen, dass man die vorher hier unten fixiert, damit die nicht unter Zug stehen und aus irgendwelchen Gründen, die natürlich immer irgendwie passieren können, das lockert sich, wie auch immer, dass die nicht rausrutschen. Da habe ich die hier eben halt nochmal entsprechend fixiert. An dieser Stelle natürlich ein Disclaimer, so wie ich das hier einbaue, ist das, wie ich es halt für richtig halte. Das kann falsch sein, das kann mir auch um die Ohren fliegen. Wenn jemand da selber das einbauen möchte, rate ich eher einen Fachmann Rat zu ziehen oder das eben halt von einem Fachmann einbauen zu lassen. So, jetzt schalte ich die Batterien ein. Also leg den Schalter um und stell Kontakt hier an diesem Schalter da hinten, wie heißt der noch? Weiß ich gerade nicht, ist egal. Also die Batterien waren ja getrennt, jetzt schalte ich die Batterien wieder ein und dann gucken wir mal, ob alles funktioniert oder ob es raucht. Dann sag ich mal, 3, 2, 1. So. Hallo? Und Quali eben nicht? Nö. Aber irgendwie. Macht er nichts? Nö. So. Er ist connected. Nach zwei Updates kann man jetzt auch zugreifen und man kann halt sehen, klar, es sind noch keine Solarplatten angeschlossen. Deswegen sieht man jetzt auch keine Wattzahl, weil ist da nichts vorhanden. Aber man kann die Spannung unten sehen. Also hier, dass die Batterien derzeit bei 25,53 Volt sind. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Wir haben gut geschlafen und jetzt geht es wieder zum LKW. Bis später. Und was machen wir heute noch? Letzter Tag? Ja, heute Solarplatten, hinten noch die letzten Kabel im Kofferraum fertig machen und irgendwas noch. Batterien. Ach ja, die Starterbatterien müssen ja auch noch reingebaut werden und die Sitze natürlich. So, genau, für die Sitze müssen noch zwei Schrauben reingeschweißt werden, weil durch die Schweißarbeiten sind die Aufnahmen, also sind zwei Aufnahmen rausgekommen. Dann lass mal los. Die Liste ist noch voll. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Das Fahrerhaus muss noch komplett zusammengebaut werden. Das ist echt eine Menge, ne? So. Ja, naja, mal gucken. Die Nahtstelle, wo wir die zusammen gelötet haben. Da sind Schrumpfschläuche drüber, zwei Stück. Und einmal mit Kleber noch versiegelt, dass da kein Wasser reinkommt. Also das hier ist das Verbindungskabel von der Starterbatterie zur Wohnraumbatterie.
Und die geht ja zum Relais hin, das die Ströme zwischen diesen Batterien dann regelt. Und das versuche ich gerade hier vernünftig zu verlegen. Jetzt bauen wir die Starterbatterien ein, machen die natürlich fest, damit die nicht durch die Gegend fliegen beim Fahren. Da haben wir ein Ziehmotor ins Fahrzeug eingebracht, damit man das festmachen kann, weil das ja eine doppelte Wand ist. Schöne Bank. Naja. Schöne Bank. Schöne, schöne. Wackel mal ein bisschen. Ja, wir haben jetzt die ersten beiden Platten montiert. Gestaltet sich etwas fummelig, weil die Bohrlöcher an den Ecken sind extrem schwierig zu schneiden. Wir haben eigentlich geplant oder wollten eigentlich die Platten einfach mit selbstschneidenden Schrauben montieren. Das geht in der Mitte ganz gut, aber an den Rändern geht das gar nicht, weil die da sind die verstärkt und dann müssen wir halt zusätzlich vorbohren. Wäre vielleicht einfacher gewesen, das unten vorzubohren. Jetzt machen wir es hier oben. Dauert halt ein bisschen länger. Wir müssen jetzt hier noch eine Verlängerung einbauen. Von da nach hier vorne. Wir haben diese beiden Platten in Reihe geschaltet. Die vorderen beiden Platten werden auch in Reihe geschaltet. Und dann sozusagen diese beiden von vorne nach hinten parallel verschaltet. So. Gucken wir mal, wie wir dann jetzt die nächsten Platten hier noch raufkriegen. Der Platz wird hier ja auch zunehmend weniger. Ja. Aber bis jetzt geht es eigentlich ganz gut. Thank you.
macht richtig Spaß, wenn man dann so sieht, dass nachdem der LKW so hier und da in seine Teile zerlegt wurde, die Fahrerkabine war ja nun doch schon leer, wenn man das dann so langsam wieder zusammensetzt und das dann auch irgendwie gut aussieht und besser aussieht als vorher, dann steigt auch so die Vorfreude. Und ich freue mich drauf, wenn wir dann am Montag ihn dann nach Hause bringen und das erste Mal länger mit dem dann unterwegs sein werden. Ja, mittlerweile ist es irgendwie kurz vor 4 oder so. Wir haben natürlich heute das nochmal gefeiert, dass wir sozusagen den LKW eigentlich weitestgehend fertig haben. Ja, und jetzt werden wir dann noch einen kleinen Snack zu uns nehmen und dann geht es auch gleich ins Bett. Und morgen fahren wir den LKW. 3 Stunden Fahrt mit 80 km/h. Ja, wir haben ja gestern alles aufgebaut da mit der Solaranlage und gestern konnten wir halt noch nicht gucken, wie sie so läuft, weil es war dann schon dunkel und es gab keine Sonne mehr. Und jetzt gucken wir mal nach, was das bisher dann so gebracht hat oder wie das Ganze dann da auf der App aussieht. Okay. Leistungsstufe. Problem Leistungsstufe. 75 Volt. Da lädt nicht. Trennen Sie alle Drähte und schließen Sie diese dann wieder an. Sollte der Fehler weiter bestehen, ist der Laderegler vermutlich defekt. Dieser Fehler setzt sich nicht automatisch zurück. So, irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Also der Solarladeregler hat einen Fehler geschmissen. Und irgendwie sagt er zu viel Strom. Im Moment kann ich jetzt nur die Spannung messen, weil ich dachte, okay, vielleicht ist da irgendwie ein Problem mit den Solarpanels. Und wollte mal gucken, was dann da jetzt, ob wir die irgendwie falsch verschaltet haben. Dass da irgendwie zu viel Volt rauskommen oder so. So, und wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich nehme jetzt einmal Minus ab. 1, 2 und sind 77, knapp 80 Volt. Ne? Also, das passt. Das ist so, wie es eigentlich sein soll. Und der kann 150, kann er. Ja, das ist es schon mal nicht. Ich habe jetzt einfach die Kabel nochmal wieder reingesteckt. Erst Minus, dann Plus. Und jetzt scheint es in Ordnung zu sein. Ich gucke jetzt nochmal nach. Zumindest blinkt jetzt die LED nicht mehr, wo Float dran steht. Die hat halt geblinkt vorher. Und laut Bedienungsanleitung bedeutet das, dass das irgendwie ein Fehler ist. Jetzt tut sie es nicht mehr, jetzt steht da Absorption, jetzt ist ein Flow. Also Batterien sind voll und nur noch Ladeerhaltung. Ja, jetzt sieht man auch, da kommen nur noch 3 Watt runter, weil wir brauchen die Batterien nicht. Und Spannung zeigt da auch an von den Solarpanels, 77 Volt, so soll es sein. Die Batterien haben 27,6. Auch alles gut. Alles bestens. Hat funktioniert. Also, warum das nicht funktioniert hat vorher, keine Ahnung. Vielleicht war es das, dass man irgendwie die Paneele nochmal, also den Laderegler anschalten nochmal und nochmal die Paneele neu connecten oder was. Dass das irgendwie mitkriegt. Naja, hat funktioniert. So, jetzt geht es daran, den Abwassertank leer zu machen. Ja, damit mache ich den Gullideckel auf. Hier haben wir
das Rohr. Attacke. Das ist der Abwasseranschluss da hinten. Da muss ich jetzt das Rohr gleich die ranpacken, also den Schlauch. Und dann ist da ein Ventil. Da muss ich mir dann gleich noch den Hebel holen. Und dann wird es angeschlossen, mache ich es auf und dann kommt das. Da rein. Bisschen den Schlauch fixieren, genau, dass er nicht abhaut, weil ich bin leider so ein bisschen kurz gefahren. Ich hätte noch ein bisschen näher ranfahren müssen. Nicht, dass das hier alles rumspritzt. Ne? Das wollen wir nicht und das wollt ihr auch nicht sehen. Den immer schön abnehmen, damit da kein böser Bube oder Wicht, der einfach, wenn du da stehst, den Abwassertank öffnet und du wunderst dich, warum das nächste Morgen stinkt. Und auf. Das hatte ich hier, dieses Batteriekabel hier, das hatte ich vor ein oder zwei Tagen hier oben lang gelegt, zu dem Anschluss hier. Ja, das ist im Endeffekt das Kabel, was zu den Wohnraumbatterien geht, beziehungsweise erst ins Relais. Das ist sozusagen jetzt die Verbindung Starterbatterie, Wohnraumbatterien. Und ich habe es hier oben lang gelegt. Ich dachte, das wäre ein guter Plan. Aber leider, das hier sind die Schienen für die Leiter, wenn man sie dann hier reinschiebt, wenn wir losfahren. Und da ist das Kabel im Weg. Erstmal nehmen wir, erstmal trennen wir die Starterbatterien von den Wohnraumbatterien. Hier. Beziehungsweise trennen wir überhaupt die Starterbatterien ab. So dass kein Strom mehr auf der Hauptleitung der Starterbatterien ist. Aber es ist natürlich immer noch Strom auf der Leitung hier. Weil da kommt dann Strom von den Wohnraumbatterien an. Die kann ich jetzt nicht abschalten. Dann müsste ich jetzt im Prinzip da alles auseinanderbauen. Das mache ich aber nicht. Stattdessen muss ich halt das lose machen, ohne dass ich irgendwo, weil das die Plusleitung ist, Massekontakt an den Rahmen kriege. Und dann funkt das einmal und dann, ja, dann knallt das, will ich nicht haben. Also, um das eben halt zu vermeiden, wickele ich jetzt den Schlüssel hier einmal, isoliere ich den Schlüssel einmal ab. Dass mir da auch nichts passieren kann. Und jetzt muss ich das halt ganz vorsichtig abnehmen. Ne? Also ich darf natürlich mit dem Kabel auch nirgendwo an den Rahmen kommen. Hier, einmal hier rüber gelegt jetzt, da lang, da drunter, da dran, fertig, alles gut. Hier kann jetzt die Leiter in der Schiene laufen. Ich dämme jetzt noch die Heizung. Das ist hier dieser Bereich. Also zusätzlich zu der Dämmung, die wir eh schon gemacht haben, also eine Schwingungsdämpfung, packen wir da jetzt noch Steinwolle rein, damit die noch leiser wird. Und dann kommt nochmal Styropor davor und dann kommt die Holzplatte dagegen. Wir bringen jetzt unser Nummernschild an. Das ist der feierliche Moment,
wo man sagen kann, jetzt gehört er uns wirklich. Also, so wirklich, wirklich. Jetzt geht's los. Ich muss mal hier nochmal kurz dran machen. Leider haben wir einmal falsch gebohrt. Ja, die Kennzeichen holen wir uns nochmal neu. Also falsch gebohrt, weil dahinter sitzt der Träger für die Stoßstange und das, da will ich nicht durchbohren. Und bei Instagram wissen die meisten ja schon, wie unser Fahrzeug heißt. Und hier auf YouTube jetzt auch nochmal offiziell, unser Fahrzeug heißt Odin. Wir gehen mit Odin auf Reisen. Und wir finden, das passt. Ja, absolut. Odin bedeutet Reisender, ne? Der Reisende. Ja, der Reisende. Also in seiner ursprünglichsten Form bedeutet Odin in der nordischen Saga der Reisende. Ja. Jetzt fühlt sich jetzt wie unseres an, ne? Ja, jetzt fühlt sich wie unseres an. Mhm. Endlich. Ja. Das ist irgendwie so gerade wie in so eine nackte Wohnung, in die man einzieht. Mhm. Mhm. Die Wände sind alles weiß, es ist irgendwie die Küche halt drin. Und man kann sozusagen jetzt so seine Möbel mitbringen und einziehen. Mhm. So sieht das gerade aus. Als wenn wir irgendwie gerade so tapeziert hätten oder so, fühlt sich das an. Eine Wohnung, die man noch streichen muss, von drinnen und die man irgendwie dann schon im Kopf neu einrichtet. Mhm. So. Ja, das wird echt spannend werden. Mhm. Ja, der kommt noch höher. Ich habe deinen richtigen Schlüssel jetzt gefunden. Vor lauter Aufregung. So, dann fahre ich mal ein Stück nach vorne. Wo war jetzt nochmal der erste Gang? So, Vorglühen, wo kann ich den vorglühen? Wo war das noch? Da. Also. Da ist der Schalter zum Vorglühen. Ja. Glüht gerade. Dann gucken wir mal, was da gleich rauskommt. Nicht nach hinten, ne? Fahr nach vorne. So, wir haben jetzt erst Luft auf unseren Bremskreisläufen. Jetzt erst kann ich die Handbremse lösen und den LKW bewegen. Los. 3 Stunden auf Autobahn. Ich bin gespannt. Das wird aufregend. Thank you.
Wir haben Odin gut nach Hause gebracht. Die Fahrt war sehr aufregend. Er hat uns erstmal irgendwie, also wir sind mit Google Maps gefahren, das hat uns erstmal irgendwie durch die Pampa geführt, anstatt direkt auf die 23 auf die Autobahn. Das war dann also auch die Feuertaufe. Enge, bucklige Landstraßen, entgegenkommende Trecker, war halt alles dabei. Nachher auf der Autobahn war es dann aber sehr entspannt. Also wir sind halt so mit 85 nach Hause gefahren und das war eine schöne Reisegeschwindigkeit. Das war es jetzt auch mit unserem Video. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserem Innenausbau weitergeht, dann abonniert unseren Kanal kostenlos. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.